Hallöchen, meine Lieben, grüße dich hier zu meinem neuen Video. Ja, zu einem endlich mal einem aufgebraucht Video. Ja, ich sitze hier am Abend und deswegen habe ich auch das schöne Kamin hinter mir angemacht. Aber ich wusste jetzt nicht, wie ich das Fernseher ein bisschen nach unten tun kann. Der hängt ja auf so einem, wie heißt denn das? Auf so eine Halterung, die ist ja flexibel, die kann man hoch, runter und seitlich und sonst wie immer. Ich wollte das auf jeden Fall. Genau, und deswegen, ich wollte das nicht anfassen, aber es sieht so schön aus, habe ich trotzdem, wenigstens, wenn man es auch noch zur Hälfte sieht, wollte ich das anlassen. Ja, so. Okay. Xenia. Xenia rammt. So, Xenia rammt schon ganz die ganze Kamera um. So, ich habe hier wirklich ein volles Paket mit dem Ganzen. Ja, ein Wäschekorb. Und wenn ich das euch zeige, ein ganzer Wäschekorb. Also XXL aufgebraucht. So, wir legen los. Und zwar haben wir hier Nestle. Ne? Ist kaufe ich sehr, sehr gerne, auch weil das ist mit grün markiert als A. Sehe ich ja vor allem, boah, ich meine Augenringe, vor allem, ja, sehe ich das dann als gesündere Variante. Das wird bei uns sehr, sehr gerne gegessen und kann auch nur Gutes zurückgeben. Deswegen einfach cool. Die hier kaufen wir sehr, sehr gerne. Ja, gibt es da kein offenes? Die hier kaufen wir sehr gerne in Holland. Die sind sehr, sehr lecker. Die sind wirklich so, so lecker. Diese Jellabelis, diese Beans, ne? Mit verschiedenen Geschmäcken. Kann ich euch nur empfehlen, falls jemand die Möglichkeit hat, nach Holland zu kommen. Dann haben wir hier ein Quetschi, Apfelmango, ein Pfirsich und Hafer. Sehr, sehr lecker. Essen meine Mädels. Die Leonie grinst schon. Ja, Anna, nicht so, aber ne. Dann haben wir hier diese, ist hier eine Nudel gerade raus tatsächlich. Die will ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Die sind so, so klein, diese. Ja, wir müssen nach Kaufland. Ich fahre ja morgen nach Kaufland. Tripoline, ne? Tripoline aus der Bronzenform. Ach, diese Schleifen, die sind so, so lecker. Hier ist auch eins gefallen. Damit ihr die Vorstellung habt, falls ihr die nicht kennt, so, so klein ist sie. So, so klein. Ja. Ja. Dann haben wir, mein Bein. Ich will mir hier gemütlich machen auf dem Tisch, auf dem Stuhl. Dann haben wir hier diese leckere Schokolade. Die haben wir vom Aldi. Na, die ist sehr, sehr lecker. Weiße Schokolade. Wer mag weiße Schokolade? Natürlich nur dann haben wir diese hier. Ich meine, das war von Rossmann, Bio Knusper Schildkröten Mango Banane Mais. Das hat richtig lecker geschmeckt, der Anna, und sie hat auch der M war das. Ich sehe das hier nämlich nicht. Fruchtbar ist, glaube ich, der M. Ja, hast recht. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Das ist das Erste, was die Anna auf jeden Fall gut gegessen hat. Ne? Dann gab es diese Pombeer Sour Cream Style. Das hat, ja, das hat auch allen sehr, sehr geschmeckt. Sehr, sehr gut geschmeckt. Ich weiß nicht, wo haben wir das? Hier gibt es Offen Minis, auch in zwei verschiedenen Geschmäcker. Aber den haben wir gekauft. Kaufland? Aldi? Beim Aldi hast du die geholt? Okay. Na dann. Dann haben wir diese KitKat probiert. Ja, also jetzt nicht das, was mich jetzt persönlich so jetzt umgehauen hätte, aber es hat sehr interessant geschmeckt. Hast du nicht probiert? Okay. Also ich finde es ganz okay, ja. Genau. Dann haben wir, ich suche hier alles, was Folien hat. Warum habt ihr das so? Wird hier alles reingeschmissen. Ja, oh, die hat auch sehr, sehr lecker geschmeckt, die
Schokolade mit Mandeln. Yummy, yummy, yummy. Was wollte ich noch? Quetschi, das ist ja wieder das gleiche, was wir jetzt gerade hatten. Ja, Pavol, das, was ich für mich gefunden habe, was einfach cool ist. Die Wäsche duftet einfach so, so lecker und ich kaufe keine Weichspüle mehr. Oh. Oh, ich hätte es auch gerne so als Körperlotion, also als Deo. Er riecht sehr, sehr gut. Den Rosenen kaufe ich meistens für halt weiße Wäsche, ne? Kaschmir. Ja, hier ist für Wolle und sowas. Ja, unterschiedlich. Ich liebe es einfach, aber sehr, sehr, sehr stark. Ich hatte auch irgendwo ein schwarzes. So, dann wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, womit ich jetzt meine Haare blond mache oder blond hinkriege. Die kauen die Wand, glaube ich, wieder ab. Nein, die spielen, ist gut, die spielen. Die kauen nämlich sehr, sehr gerne auch an der Wand. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die haben beide Spielzeug. So, das hat meine Schwester mitgebracht. Und ich bin so dankbar, dass sie das auf jeden Fall mitgebracht hat. Die hat das sich gekauft, um sich die Haare zu blondieren. Hat aber dann gesagt, okay, ich möchte doch nicht blond werden. Es ist mir zu lang, bis ich blond werde. Dann hat sie sich wieder braune Haare gefärbt. Damit haben wir aber Leonies Haare gefärbt und meine. Ja, ich habe halt lilanen Stich jetzt in meinen Haaren, aber das ist, weil ich extra ein bisschen... Oh, den muss man mit ja, wegschmeißen, genau. Das ist da die Watte. Ja, auf jeden Fall, sorry. Die Hundis haben gerade einen Spielzeug aufgefressen und den schmeißen wir direkt weg, damit die Kleinen nicht wegschlucken. Ja, auf jeden Fall. Hatte sie das mit uns mitgebracht und ich schwöre euch, also ich habe das, sowas habe ich zum ersten Mal in meinem Leben probiert. Ich habe immer nur Haarfarben von Drogeriegeschäften gekauft und mir nicht so viel Geld ausgegeben. Das kostet auch etwas Geld, aber jetzt nicht übertrieben. 14 Euro und das andere um die 11 Euro oder so. Also gesamt gibst du vielleicht okay 30 Euro aus, aber du hast davon so, so lange, wirklich so, so lange. Vor allem, man macht ja nur den Ansatz, nicht das komplette Haar. Jetzt habe ich auch nur den Ansatz gemacht, nichts anderes, nur den Ansatz, keine Spitze, keine gar nichts. Mein Haar ist einfach ja, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, schaut mal, einfach so, so schön weich. Nicht verletzt, nicht gar nicht, nicht krank, wollte ich gerade sagen. Ja, eben nicht abgebrannt oder so, ne? Ja, ich habe jetzt halt nur ein bisschen mehr Fresh Up Drops benutzt. Das wird dann so gräulich, silbrig, das wäscht sich raus. Wie gesagt, ich habe das absichtlich gemacht. Ich habe ja noch gesagt, man muss nicht viel reinmachen, weil sonst wird man lila eben. Ne? Und danach dauert das ein paar Wochen, bis es sich rauswäscht. Und dann hat man halt schönes graues Ton, kühles Blond. Also auf jeden Fall, die hat mein Mann jetzt bestellt und dann habe ich wieder auf jeden Fall. Die Flasche ist 6% und das ist plus 9, wie ihr seht. Ne, meine Schwester hat das in einem TikTok-Video gesehen, wie sich die Mädels da die Haare machen. Sie haben auf jeden Fall geraten, den 6% und das plus 9. Und dieses Kombi ist einfach wow. Was mich noch überraschend macht, und da frage ich mich, warum brennt das nicht an der Kopfhaut? Das ist krass. Ich hab damit ja jetzt seit September gefärbt oder wann, ne? Jetzt habe ich ja gesagt, davon war ja nur wenig und ich habe mir das trotzdem zusammengemischt. Habe meine Haare gemacht und ein paar Lücken gehabt. So. Und habe mir dann Drogeriefarbe gekauft. Ich sag's euch, ich habe mir die Kopfhaut abgebrannt. Ich habe hier sogar irgendwo,
Ja, so eine Kruste quasi. Ja, Mädchen. So eine Kruste, ne? So. Ich habe mir das abgebrannt, ich sag's euch. Und damit nicht. Ich weiß nicht warum. Und das duftet gut sogar. Also, ich habe ja. Ja, und stinkt nicht. Genau. Also, ich wurde ja oft gefragt, Xenia, kannst du mal zeigen, wie machst du deine Haare? Und so weiter. Also, die zwei, ihr Lieben. Das ist das. Was super, mein Schatz. Danke. Super, mein Baby. Ja, so, dann will ich meine Mama fragen, wo hat sie das gekauft? Ich meine, sie hat gesagt Aktion, bei Aktion habe ich nicht geachtet darauf speziell. Ich liebe es, das schmeckt einfach so lecker. Ich möchte die auf jeden Fall nochmal haben. Ja, so für zwischendurch, wenn ich mal auf der Arbeit bin oder so. Genau, was ist das? Also, das will ich auch auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Das ist Salz, Meersalz, ne, zum Baden oder halt eben Füße. Also, ich mache meistens Füße. Die Kinder baden auch im Bad. Aber ich kaufe da jetzt nicht speziell von Müller oder sonst. Ich kaufe da einfach auch Rossmann oder DM oder Kaufland. Egal welche Marke, einfach kostet ja nicht viel. Und da war ich auch mit sehr zufrieden eigentlich, wie gesagt, ne? Ja, Diamond Painting hat der Leonie gemacht, ist noch nicht fertig. Genau, ihr wisst ja, was momentan der Fall mit Leonie ist. Deswegen, momentan kann sie nicht daran arbeiten, aber Leute, es beruhigt und es ist so wunderschön. Ich habe nicht gedacht, dass es so wunderschön sein wird. Ich möchte auf jeden Fall, dass Leonie ein paar schöne Bilder macht. Und ich möchte oben im Bad dann in Rahmen eingerahmt aufhängen. Ich finde das echt schön. Das ist von Action natürlich. So. Danke, mein Schatz. Dann haben wir hier Schaumarkets, ne? Shampoo und Balsam, das finde ich immer mega gut und das kaufe ich am allermeisten öfters nach. Auch das eine auch für die Haare zum Sprühen, sehr, sehr gut. Also ich bin ein Fan von Wattemaus. Dann haben wir hier Palmolive, Aroma Essence. Ne? Oh mein Gott, das riecht so, so gut. Echt, das riecht bombastisch gut. Das liebe ich total. Dann natürlich. auch momentan sehr Lieblingsshampoo von mir, weil es eben wirklich so, so lang ausreicht. Es ist teuer, also es ist nicht gerade günstig, aber es ist sehr, sehr gut. Also ich liebe es, die Haare macht das einfach wunderschön, kuschelweich und die riechen einfach so gut. Dann habe ich hier, finde ich, auch sehr gut, also ich würde mal sagen, das Originale, dieses Actimel, ne, ist natürlich sehr, sehr gut, zweimal sehr gut und vom Kaufland finde ich sehr gut. Also ich finde im Prinzip kaum Unterschied. Es schmeckt sehr, sehr gut und vor allem Erdbeer liebe ich halt oder wir trinken das. Es ist ja, ne, gut verträglich. Wie gesagt, trinken wir ab und zu. Anna, nicht rausfahren. Schatzi. Mama macht so. Ja, Febreze muss ich nicht sagen. Ne? Febreze ist mega cool. Das hatten wir gekauft, weil wir mal in unserem Zimmer irgendwie plötzlich so komische Gerüche hatten. Haben das drauf gemacht. Ja, und jetzt bei den kleinen Prinzessinnen, wenn die, vor allem wir haben ja zuerst die kleine Emma von dem Züchter bekommen, von unserer Züchterin. Sie war nicht ganz stubenrein, die Prinzessin, und hat zwischendurch mal Pipi gemacht. Und dann haben wir dann erstmal weggewischt und dann dieses Febreze drauf. Riecht sehr, sehr gut. Und die schnüffelte dann drauf. Ja, wie gesagt, die machen beide kein Pipi im Haus und das ist sehr, sehr gut. Wir sind natürlich happy. Ja.
Ja, unsere absolut Lieblingsschokolade ist dieses Aero, ne, Luftschokolade, die ist sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, wenn ihr sie kennt, vielleicht könnt ihr mir schreiben, welche Schokolade ihr so gerne esst oder ob ihr Schokolade gerne esst und ob diese euch auch gut gefällt. Das habe ich schon gezeigt, Schatzi. Bitte hier eine Spokalzbohrseite. Dann habe ich hier von Pril. Finde ich auch sehr, sehr gut. Mir persönlich gefällt das, die Tinktur, Textur und es hat auch für richtig lang ausgereicht. Also sehr, sehr gut. Das habe ich schon gezeigt, Maus. Mama hat das schon gezeigt. So, dann haben wir hier, auf jeden Fall hole ich mir die nochmal. Also, warte gleich. Es ist sehr lecker und die Gemüsebrühe habe ich mir jetzt entdeckt. Ist einfach der Wahnsinn, die bei DM Bio von Bio. Boah, die schmeckt, ich weiß nicht, wie ich das euch sagen soll. Das schmeckt so, wie ich das gern haben möchte. Und vor allem die Anna zum Beispiel, die liebt das, warte Schatz, nein. Die liebt das zum Beispiel sehr, so Nudelsuppe und sowas, ne? Und wir essen ab und zu sehr, sehr gerne Suppe. Und das ist einfach so, so leckere Brühe. Wahnsinn. Ja. Dann hatten wir, Anna, warte Schatz, nicht so. Dann haben wir es einmal beim Globus gekauft gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob Kaufland das auch hat. Der kommt vor, ja, Almi-Joghurt ist eigentlich doch überall, ne? Habe ich jetzt auf, im Kaufland speziell nicht drauf geachtet. Wie gesagt, das hatten wir von Globus. Hier ist Almi-Joghurt Apple Crush. Das gab es in verschiedenen Geschmäcken, Richtungen. Und das ist so Bubbles, ne? Das ist tatsächlich wie diese Bubble Tea. Meine Meinung gefällt mir nicht so. Ja, aber mir hat das gut geschmeckt. Ich wollte das unbedingt haben. Und wir müssen mal so. Ich muss sowieso nach Globus fahren. Und dann müssen wir mal gucken. Da. Ja, auf jeden Fall. Ja, das Video wird lang. Dann haben wir natürlich diese Linsen, Tellerlinsen. Ganz normal, ne? Grüne. Die schmecken sehr, sehr gut und ja, Linsen essen wir auch viel und auch sehr, sehr gerne. So, dann haben wir hier von Action dieses Shampoo. Das sieht einfach mega aus. Das riecht auch super gut. Wirklich, das riecht mega gut. Aber als Shampoo, da musste ich mir so viel reinmachen, damit es mir ja, irgendwas im Haar da gemacht hat, damit es mir gut getan hat, damit ich gedacht habe, okay, meine Haare sind jetzt sauber, die werden angeschäumt und so. Ja, also schön, dass ich das ausprobiert habe, aber ich kaufe das nicht nochmal. Das heißt, die andere Serie, wie ich glaube in Rot gibt das und in Bananengelb, kaufe ich nicht, probiere ich nicht aus. Definitiv riechen die genauso wie dieses sehr, sehr gut, aber bringt nichts fürs Haar. So. Dann haben wir hier Pflegedusche Mandarine Vanille von Alverde. War auch ganz okay, was ich halt nicht mag. Nicht immer mag und je nachdem, kommt drauf an. Ab und an ist einfach viel Vanille drin. Hier ist auch ein bisschen viel Vanille. Das ist leer. Haben wir, das riecht, wie gesagt, nach Mandarine, riecht das sehr, sehr gut, aber Vanille. Ja, mein Schatz. Danke. Ja, das von Action natürlich. Einfach mega, vor allem 99 Cent, da kannst du gar nichts machen. Verwendet die Leonie, ich nicht, aber das ist das Beste einfach und wirklich, das macht genauso das, was es machen muss mit den Haaren, wie das Teure. Ne? Und das Teure kostet ja zehnfach wie das. Ja, das haben wir auch geschenkt bekommen zum Probieren, das hat den Kindern sehr gut geschmeckt. Mir persönlich nicht so, aber Asini und Anna haben es ausgetrunken. Ich weiß nicht, habt ihr das auch probiert? Ich bin allergisch. Ja, du magst, ja genau, du bist allergisch gegen Orangen. Auf jeden Fall, ja, muss nicht sein. Veggie, Apfel und Erdbeere. Sehr lecker.
Endlich haben wir eine Zahnpasta leer. Also Zahnpasten halten ja wirklich ewig, weil bis man was leer hat. Ne? Diese hier hatten wir von der Dolmet Kräuter. Ja, das ist doch Shampoo, nicht abdecken. Endlich habe ich den hier fertig gemacht. Ich glaube, das hat mir die liebe Hilde mitgebracht von Action. Oder vielleicht ist das von Thomas Phillips. Bin mir nicht sicher, weil hier es nicht drauf steht. Aber ich würde es tatsächlich nochmal benutzen. Das hat meine Haare sehr, sehr geschmeidig gemacht. Ne? Das ist so ein Balsam. Ich würde mal sagen, mit Provitamin B. Ne? Normalhaar, vegan. Was muss ich sagen? Der hat auch, der riecht auch gut. Also. Boah, der riecht sehr, sehr gut. Der riecht sehr, sehr gut. Einfach. Also den würde ich sogar sehr gerne nochmal kaufen. Ich muss darauf Bärnägel. Also ich glaube, das ist holländisch. Meine ich das. Na? Ja. Das hast du in Holland in Action gekauft. Nein, das hat die Hilde gegeben. Anna, warte mal. Jetzt hast du hier einiges rausgeholt, wo ich nicht... noch nicht gezeigt habe, Mausi Bärchen. So, dann haben wir hier die Wassermelone. Anna, warte, Schatz. Die Wassermelone Maske gehabt. Habe ich da Werbung? Hat jemand? So, ja, ist mir egal, kann zu machen. Es riecht sehr, sehr gut. Ich fand das. Hat die Haare auch schön weich gemacht, aber ich musste richtig viel davon nehmen. Richtig viel. Ne? Also ich mag das. Das riecht sehr gut. Ich habe das auch sehr leer gemacht und ausgewaschen. Könnte man eigentlich schön als Aufbewahrungsbox nehmen. Sieht nämlich sehr, sehr schön aus. Ja. Das war auch mega cool. Das ist erfrischend. Das ist hier diese Buttermilch mit Lemon Creme Dusche von Balea. Kann ich auch nur empfehlen. Natürlich rede ich hier auch nur von meiner Erfahrung und nur für mich, für meine Familienmitglieder. So, wir haben hier Amaranth, ganzes Korn. Habe ich mal gekauft zum Probieren. Finde ich auch richtig cool. Und ja, würde es auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Ja, mein Schatz. Gibt da kein offener, aber bitte gucken. Dann haben wir hier von Tetezept Kids Schaumbad Mein Einhorn. 2 Jahren ist das, ne? War auch mega cool. Das duftete und duftet immer noch mega einfach. Richtig. Oh, ich könnte mich da reinlegen. Dann haben wir natürlich immer wieder sehr gern diese getrocknete Erdbeeren, wie auch die billige Variante oder die originale, sagen wir mal. Beides ist mega gut. Dann haben wir diese hier. Wo haben wir diese? Wo hast du die geholt, Leni? Globus auch? Kann das sein? Globus? Ich glaube Globus. Keine Ahnung. Ich meine Globus. Ja, auf jeden Fall diese, die haben so, so lecker geschmeckt, diese Sticks. So, ich esse das nicht so gerne und hab davon aber gerne ein paar Stück genommen. Ja, richtig lecker geschmeckt. Wir haben hier mal endlich gesagt, ja hier probieren wir mal diesen kühlen Tee aus. Ich muss sagen, gut, dass ich das im Angebot gekauft habe, weil zwei Beutel mindestens brauchst du auf eine Tasse, auf so eine Tasse. Das hat vielleicht 300 Milliliter. Auf jeden Fall brauchst du 2 Beutel, ja, damit man halt was spürt. So ein Beutel ist okay. Man hat so ein bisschen Geschmack oder Geruch da, aber also wir haben gesagt, wir brauchen das nicht nochmal kaufen. Kurz und knapp gesagt. Ja, du hast gesagt, es geht, aber geschmacklich. Also mir persönlich hat es nicht gefallen. Der Nikita hat es auch nicht gefallen. Ja, dann haben wir hier so ein Shampoo. Auch richtig cool. Das duftete einfach und hat Annas Haare sehr, sehr weich gemacht. Ne? Shampoo und Spülung mit drin direkt.
Ja, türkische Apfel, das kann ich euch, muss ich bestimmt nicht viel sagen. Ich weiß, das ist mittlerweile eigentlich, also ich kenne ganz, ganz, ganz viele, die türkischen Apfel total lieben. Also ich auch. Es schmeckt einfach mega, mega gut. Ja, dann haben wir hier von Kneipp deine Wellnesspause, Seidenblüte. Also es riecht auch so, so gut und es ist duftet. Aber man braucht immer zwei Tüten. Zwei Tüten davon. Das sind so kleine Perlchen. Mega, mega gut. Würde ich auch noch mal kaufen. Dann haben wir hier natürlich Peel-Off-Maske. Mag ich nicht so. Aber Leonie mag das. Und ich meine, ich habe das ausprobiert. Oder Leonie, ich bin mir nicht sicher, von Shavans. Also, ne, wie gesagt, Leonie mag Peel-Off-Masken. Ich eher lieber Creme-Maske. Nein, Müll. Aus dem Boden. So, dann haben wir hier nochmal in Apfelrichtung. Oh, das schmeckt so wie ein leckerer Apfelstrudel. Ich möchte, wie gesagt, meine Mama fragen. Ja, das ist in Holland gekauft. Vielleicht auch bei den zwei Brüdern. Ich muss fragen. Meine Mama meinte Action. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Dann haben wir ja beim Aldi jetzt diese hier gekauft. Ich möchte die anderen auch ausprobieren. Finde ich auch mega lecker. Ich hatte sie so lecker gefunden, wie ich eigentlich Gummibärchen nicht so gern mag. Na? Haben sehr früchtig geschmeckt. Waren auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Dann haben wir hier auch von Aldi auch. Yes, auch von Aldi. So ein toskanischer Pfirsich nach toskanischer Art. Ja. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Der Tee riecht auch angenehm nach Pfirsich. Dann haben wir hier ein Parfüm von Larif. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal finde. Also der ist sowas von... Ich habe dann bis zum letzten Tropfen verbraucht. Der ist echt sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann den nochmal finden. Ja, und kaufen. Wäre echt cool. Ja, dann haben wir hier von Hip Mirabelle und Apfel 40. Das hat der anderen nicht so gut geschmeckt. Der war für Leonie lecker. Genau. Dann haben wir hier von Insana Duschgel Sensitiv 3 in 1. Das war wohl nicht so gut, haben mir die Männer berichtet, beziehungsweise mein Sohn. Dann habe ich hier Kaffee entkoffiniert von Bio DM, habe ich mir ja noch mal nachgekauft. Zuerst war ich ja nicht so begeistert von und jetzt liebe ich das total und bald ist die zweite leer. Ich muss wieder nach DM und neues Kaffee kaufen. Dann habe ich ja hier so eine Maske, fand ich auch mega cool. Das riecht so gut und das ist so gut nass, also perfekt. Ne, das ist von Action die Maske. Dann haben wir natürlich dieses Anti-Stress oder Goodbye Stress. Das riecht auch so, so gut und wirkt auch entspannend, finde ich. Dann haben wir hier von Müller diese Creme-Maske. Das habe ich ja schon auch öfters mal gezeigt. Finde ich auch sehr, sehr gut. Eine Pfingstrosen, Vanillenduft, Vanillenduft. Aber es riecht nicht so viel nach Vanille. Eher mehr diese Pfingstrose, dieses Blümige, und deswegen liebe ich das. Da habe ich schon mehrmals gekauft gehabt. Dann haben wir hier Retinol-Maske von Shavans, haben wir auch, habe ich aufgebraucht, fand ich auch gut. Dann hat Leonie sowas hier, findet auch gut, viel auf, ich mag das nicht. Dann habe ich hier von Rossmann diese Wassermelone. Finde ich auch ganz okay. Ja, ich muss, wie gesagt, ich habe fast meine Masken verbraucht und kann ich so langsam auch neue kaufen. Dann habe ich auch diese von Müller. Ja, auch ganz okay. Honig und Mandel. Ja, dann haben wir hier Kräuterbutter. Habe ich auch seit langem mal gekauft. Fand ich auch sehr, sehr lecker.
Dann haben wir hier beim Action haben wir hier so eine Seife gekauft. Anna, warte. Seife gekauft. Das duftet so, so gut. Würde ich immer wieder nachkaufen. So sieht das winterliche Design aus. Total süß, der Vogel hier. Ja, dann haben wir hier natürlich von L'Oreal Men, ne? Expert. Eine Dusche. Alles in einem, ne? Ja, finde ich sehr geil, sage ich mal, sehr geil. Das riecht so gut. Einfach perfekt. Und es hält auch am Körper. Ich finde es richtig, richtig gut. Deswegen kaufen meine Männer eigentlich nur diese hier in letzter Zeit. Dann haben wir hier Blaubeere. Blaubeere ist yummy, yummy, yummy sowieso. Mega, mega lecker. Haben wir beim Aldi jetzt gekauft gehabt. Und schon auch fast leer. Also momentan sind wir auch voll auf Tee. Ich liebe Tee und meine Kinder auch. Na, dann haben wir hier. Okay. Ich habe hier noch eine Schaufel. Irgendwo hat Anna das. Dann will ich den unbedingt nochmal haben. Den Hollister. Das hat mir die Leonie gekauft. Geschenkt. Und ich will den nochmal haben. Der ist leer. Der riecht so gut. Den habe ich so gut vertragen. Das ist der Wahnsinn. Dann haben wir hier was von der Apotheke. Pantherapazol. Natürlich, vielleicht sagen viele, komm, geh weg damit. Das ist nicht gut und sonst was. Weil, jeder muss natürlich für sich wissen, ich rede hier nur von mir, von meiner Familie und so. Nichts anderes, finde ich, hilft so gut, den Magen gut in Gang zu kriegen. Sei es Sodbrennen, sei es Koliken im Magen und so weiter und so fort, wenn man empfindlich ist. Und man kann es auf längeren Zeitraum nehmen, finde ich. Ich bin jetzt nicht süchtig von, aber ja, 40er verschreibt man vom Hausarzt, aber 20 Milligramm kann man immer bei der Apotheke kaufen. Kaufe ich mir zwischendurch mal. Die 40er hat jetzt die Leonie gehabt, verschrieben, bekommen. Ne, und ansonsten, wie gesagt, 20 Milligramm kriegt man rezeptfrei in der Apotheke und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Ja, hier habe ich, hier hat Leonie, hier hat Anna noch drei Sachen. Den habe ich ja schon gezeigt, das war auch, ich hatte das zweimal. Das hatte ich in Kroatien gekauft und ich finde diesen Duft hier nicht in Deutschland. Ich hoffe, vielleicht in einem größeren Laden muss ich ein bisschen mehr darauf achten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Deodorant, ne? Ja. Dann hab ich hier auch nochmal, ich habe das auch nochmal stehen. Den finde ich auch mega gut. Balea Keratin Volumen Haarspray. Ne? Finde ich sehr, sehr gut. Das duftet gut. Und ich finde, das hält auch die Haare so wunderbar und man kann das auch durchkämmen. Also ich bin begeistert. Ja, und hier haben wir eine große mehr gemacht von L'Oreal Expert. Duschgel, Körperhaare, Bart. Ja, wie gesagt, momentan sind meine Jungs nur auf dem und möchten jetzt nicht unbedingt Balea oder Rossmann Marke haben, aber da sieht ja jeder unterschiedlich und das ist für mich auch völlig okay, für völlig in Ordnung. Was mein Mann noch gerne kauft, ist von Nivea Serien. Ja, ne? Ja, also ich glaube, ich bin fertig. Das Video ist wirklich sehr, sehr lang geworden. Ich habe sehr, sehr viel, also ein XXL langes, aufgebraucht Video. So, bedanke mich fürs Zuschauen. Fürs Zuhören und ja, ein bisschen laut im Hintergrund, aber ich bin ja vierfache Mama und beziehungsweise jetzt vierfach, fünffach und ja, und ich bin Oma, so gesehen schon. Also, ja, Oma in dem Sinne, dass Anna stellt das hin von einem Hund. Weil ein Hund oder eine Prinzessin gehört ja nur unsere Leonie und sagen wir mal, ist Eigentum von Leonie und deswegen ist er Kind von Leonie, das heißt, ich bin Oma, ich bin Hunde-Oma.
So, ich bin eine Hundeoma und das ist auch schön. Deswegen, ja, ist es halt laut bei uns im Hintergrund. Ich wünsche euch, dir, demjenigen, der das Video gerade zuschaut, Gesundheit. Alles, alles Liebe. So, sorry, es ist einfach zu laut momentan gewesen mit Wasser. Ja, ich wünsche dir Gesundheit, alles Liebe, positive Energie, gute Laune, liebe Menschen um dich herum. Ja, Gesundheit tatsächlich an allererster Stelle, das brauchen wir einfach alle. Und das habe ich ja immer gesagt oder das sage ich auch in jedem Video immer, immer wieder. Und umso mehr weiß ich einfach jetzt in unserer Situation, was mit der Gesundheit meines Kindes abgeht, wie wichtig das ist, die Gesundheit zu schätzen und ja, jeden Tag, jede Sekunde einfach dankbar sein. Ja, meine Lieben, so, alles als Liebe und ich sammle jetzt wieder neu und dann gibt es Ende Dezember auch ein aufgebraucht Video. Das ist so komisch zu sagen, ein aufgebraucht Video im Dezember. Wir haben Jahresende, kann man so sagen, ungefähr. Jetzt habe ich irgendwie was mit meinem Hals. So, meine Lieben, Tschüsschen, eure Xenia.